Moin, ihr Sizzler! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute das erste Video vom T-Pro Toronto, der Kohlegrill für unter 100 Euro im Einsatz. Es gibt ein Grillhähnchen, ihr habt es euch gewünscht. Wir werden es machen und wie es aussieht, sehen wir gleich. Also, viel Spaß! Das Schöne ist, wir haben heute 35 Grad. Es gibt nicht chill, mit Latexhandschuhen dann hier zu stehen und sowas zu machen. Mir läuft die Suppe sogar schon im Gesicht runter. Und da hupt mich sogar einer an. Shit, egal. Ich habe hier ein wunderschönes Kickock-Hühnchen. Diese gelb gefärbten Hühnchen. Die sind sehr, sehr saftig und vor allen Dingen auch sehr gut in der Qualität. Und das nehme ich mir jetzt so, wie es ist und löse zuallererst erstmal so ein bisschen die Haut von den Filetstreifen ab, weil da soll nachher noch ein bisschen Gewürz drunter. Dann nehme ich mir ein gutes Olivenöl von außen einmal ran, damit der Rub am Ende ein bisschen besser hält. Und jetzt den Rub eurer Wahl. In meinem Fall ist es Red Dust von Red Star Cooking. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Das gebe ich jetzt einfach von außen schön auf das Huhn auf. Dann natürlich auch da, wo ich die Haut vom Filet abgehoben habe, also quasi aufs Filet. Und jetzt habe ich hier so ein kleines Glas. Und das Glas werde ich füllen mit so einem Bier-Cola-Getränk. Mache ich mir einfach mal eben rasch auf. Kipp das hier ins Glas rein, setzt das Hühnchen so wie es ist auf und jetzt ist es auch schon bereit für den Grill. Der Gockel sieht hervorragend aus und jetzt kommt das Schwierigste an diesem Video, nämlich das Grillen. Wir nutzen ja unseren neuen T-Pro Toronto Billiggrill und das mit der Temperatur könnte schwierig werden, aber erstmal nehme ich jetzt den Gockel und setze den hier hinten vorsichtig so, dass er steht, auf den Grill. Hier vorne haben wir eine kleine Zwiebel hingelegt, um die Garraumtemperatur zu messen. Natürlich nicht mit der Zwiebel, sondern mit dem Temperaturfühler, der in der Zwiebel steckt. Links und rechts Briketts, das heißt in der Mitte indirekter Bereich. Und jetzt ganz wichtig, wir brauchen noch hier unseren zweiten Temperaturfühler. Und den bringe ich einfach hier in die Brust an. Jetzt schließen wir den Deckel, warten mal so 5 bis 10 Minuten, um zu gucken, wie sich die Garraumtemperatur entwickelt. Müssen gegebenenfalls ein bisschen regeln, aber das werden wir euch dann natürlich zeigen, wenn es irgendwie besondere Schwierigkeiten macht. 10 Minuten sind vergangen und ich habe es euch eben versprochen, wir gehen nochmal auf die Einstellung ein. Also, erstmal vorab, wir streben um die 180 bis 200 Grad Celsius im Grill, im Garraum an. Unser Deckelthermometer wie auch unser Maverick zeigen ziemlich exakt 210 Grad an. Heißt erstmal, es ist zu warm, heißt aber auch, dass das Deckelthermometer relativ genau ist, weil die Temperaturen tatsächlich ziemlich exakt übereinstimmen. Von der Lüftungseinstellung, wir haben auf beiden Seiten, unten wie oben, also Zuluft und Abluft, halb geöffnet aktuell. Die Zuluft lassen wir jetzt, wie sie ist. Und die Abluft drehe ich jetzt so, na, ich würde sagen, dass die noch ein Viertel offen ist, erstmal runter, auf beiden Seiten natürlich. Mein Rücken ist übrigens glatschnass, so. Und dann schauen wir mal, dass sich die Temperatur wieder runterregelt. Bislang bin ich optimistisch, funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, wir werden das jetzt so fortführen. Am Ende werden wir euch nochmal ein Resümee geben, wie das so war mit dem Regeln. Wir werden das Hühnchen im Übrigen auch diesmal ein bisschen glazen noch, aber das seht ihr alles gleich, denn es gibt mal wieder ein kleines Foodpornchen. Foodporn ab! Das Hühnchen, unser Cola Can Chicken, Cola Hühnchen, wie auch immer, ist fertig. Ungefähr 1,5 Stunden lag es auf dem Grill. Und es sieht richtig geil aus, das ist das Wichtigste. Saftig. Und es riecht auch gut aus. Es riecht auch gut aus. Ja, es riecht richtig lecker. Und ja, ist saftig auf jeden Fall. Du kannst gern schon probieren, ich möchte noch auf den Grill eingehen, weil darum geht es ja primär. Wir haben den ja einmal gemeinsam eingeregelt. Der war ja bei 210 Grad, ist dann ein Stück runtergekommen und lief dann tatsächlich über eine Stunde konstant bei 190 Grad, hat sich um plus minus 5 Grad verändert. Hätte ich nicht gedacht, weil wir doch ganz schöne Undichtigkeiten haben. Zum Schluss ist die Temperatur etwas gesunken, lag an den Briketts, die haben wir sehr lange im Anzündkamin glühen lassen. Da habe ich ihn einfach ein Stück aufgemacht und dann hatten wir eigentlich durchgängig konstant 190 Grad. Also das Hühnchen klappt auf jeden Fall perfekt auf dem Grill. Jetzt probiere ich auch nochmal. Mega geil. Ihr habt das ja übrigens in den Kommentaren, gewünscht, dass wir ein Bierkernstick machen. Hier ist es jetzt. Ihr seht, es funktioniert. Auf einem ganz einfachen Grill für unter 100 Euro. Perfekt. Mit der Glaze übrigens. Sehr geil.
Meine Idee. Haut ist trotzdem noch krass. Mhm. Also, wir essen jetzt auf. Corby hat auch Hunger, der filmt uns heute auch. Fleißig kommentieren. Jeder, der das gut findet, gibt einfach einen Daumen nach oben. Müssten wir also wieder über 1000 mit Sicherheit haben. Das will ich wohl meinen. Kommentiert fleißig. Weltklasse. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Hannes und Julian aus Hannover.